meine Mütze ist ja ganz schief. So. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich dachte, ich starte jetzt mal. Wir sind gerade unterwegs, haben Kaffee geholt, Glühbirnen gekauft, all die interessanten Dinge, die wir in unserem Londoner City Life so machen. Ja, Realität. Und jetzt hier ist eine schöne Baustelle. Und Jimmy ist total überfordert. Irgendwie, das war gerade alles zu viel für ihn. Das ist ja einfach so viel Trubel manchmal. Mit so einem kleinen Hund, der geht da einfach dann nur unter. Deswegen müssen wir jetzt ganz, ganz schnell mit dem nach Hause, glaube ich. Und der muss jetzt erstmal auf der Couch relaxen. Und wir natürlich auch. Und unseren Kaffee trinken. Und viel machen wir das Wochenende, glaube ich, auch nicht, weil wir echt froh sind, dass wir nicht viel zu tun haben. Und jetzt windet so sehr, dass ich, glaube ich, diese Vlogaufnahme beenden muss, weil ihr wahrscheinlich nur Rauschen versteht. Deswegen bis später. Wir haben uns jetzt ein Brot gekauft bei der Romeo's Sugar Free Bakery. Das ist ein veganes und glutenfreies Spinatbrot. Und es hat 3 Pfund gekostet und ich weiß nicht, so mit meiner Hand daneben, ob man sieht, wie groß das ist. Es ist schon echt groß. Also ich glaube, es wiegt bestimmt über 700 Gramm. Und das sieht so lecker aus. Und das ist dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis her tatsächlich auch ganz gut. Und das machen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen warm. Und dann essen wir das mit Avocado. Sehr, sehr lecker. Und da ist er, der fertige Avocado-Toast mit selbstgemachter Salsa von Philipp. Und ich dachte immer, Salsa ist einfach frische Tomaten und so weiter. Aber Philipp hat mir gezeigt, wie man das auf New Mexico Art macht. Oder wie war das? Tex-Mex heißt es. Ah, Tex-Mex. Tex-Mex. Texas-Mexikanische Art. Texas-Mexikanikus. So wie die Leute in San Antonio. Okay, sehr cool. Ich habe mich nach meinem Bad gar nicht mehr gemeldet und ich habe auch nicht mehr viel gemacht. Ich habe Gilmore Girls fertig geschaut. Ich habe ja die komplette Serie nochmal gerewatcht. Das hat Monate gedauert. Und jetzt bin ich endlich, oder was heißt endlich, leider fertig. Ich werde jetzt nochmal diese Neuverfilmung, also oder diese Fortsetzung demnächst anschauen. Die habe ich zwar schon mal gesehen, aber ich glaube, es macht nochmal Spaß, die jetzt nochmal neu anzuschauen, nachdem ich jetzt nochmal alles geschaut habe. Und Philipp hat total lieb für mich eben gekocht. Das ist jetzt noch im Ofen. Und zwar haben wir ein neues Rezept rausgesucht gehabt, so wie so Buffalo Wings, aber eben mit Blumenkohl, also vegan. Und das zeige ich euch gleich noch. Er ist jetzt gerade noch mit Jimmy draußen, weil irgendwie ging es mir da nicht so gut. Mir war irgendwie so ein bisschen schlecht und ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Also ich hatte heute so einen sehr ruhigen Tag. Ich glaube, ich habe irgendwie zu wenig gegessen und zu viel Kaffee getrunken. Und ja, meine Haare habe ich jetzt Luft trocknen lassen. Die sehen jetzt auch so ein bisschen wild aus. Und ich trage hier gerade Philipps Kuschelpulli und wie gesagt, liege im Bett. Und ich hoffe, morgen wird ein bisschen ja, nochmal spannender. Aber manchmal brauche ich das wirklich am Wochenende, dass ich dann so fast gar nichts mache. Irgendwie einfach um wieder Energie zu tanken. Vielleicht kennt ihr das ja, aber ihr kennt das bestimmt. Und ja, ich will mich jetzt auch damit gar nicht für den Vlog entschuldigen, weil ich entschuldige mich ungefähr in jedem Vlog und dann schreiben jedes Mal Leute berechtigterweise, dass ich mich ja nicht entschuldigen muss, weil ja, ich weiß auch, dass ihr dafür Verständnis habt, beziehungsweise das genauso machen würdet, weil wer relaxt denn nicht gerne am Wochenende? Ja. Ich finde es übrigens immer verrückt, wie schnell sich diese Haarfarbe immer so rauswäscht. Und ich finde aber, weil meine Haare so wie sie jetzt sind, eigentlich am schönsten, weil es dann so ein bisschen wirklich sehr natürlich aussieht. Ja, naja, jetzt warte ich sehnsüchtig, dass Philipp mit Jimmy nach Hause kommt und wir dann essen können. Und ich zeige euch dann natürlich noch kurz das fertige Ergebnis, wenn ich es nicht vergesse, weil ich habe wirklich ein richtiges Loch im Bauch. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich mit Spicy Cauliflower Buffalo Wings und selbstgemachten Pommes wieder. Wir sind jetzt unterwegs, es ist Sonntag und es ist ehrlich gesagt schon ziemlich spät. Nun ja. Wir machen uns jetzt auf und ich glaube, wir gehen Kaffee trinken, oder? Sonst haben wir keine besonderen Pläne. Und bummeln hier ein bisschen durch die herbstliche, ja, Nachbarschaft. Das finde ich immer besonders schön. Und dann heute Abend wollen wir noch gemütlich kochen.
Und ich glaube, wir machen jetzt heute unser Kürbiscurry, oder? Mhm. Oder wir machen Lasagne. Das müssen wir noch diskutieren, glaube ich. Und je nachdem, was wir dann machen, wenn wir das Kürbiscurry machen, kann ich euch davon vielleicht ein bisschen was zeigen, weil da haben beim letzten Mal einige gefragt, wie denn das Rezept ungefähr funktioniert. Kurz Outfit of the Day ist übrigens mega langweilig, weil alles ist, glaube ich, ungefähr von der gleichen Marke. So ungefähr. Wirklich alles. Also ich trage heute fast einen kompletten Zara-Look. Außer die Tasche. Vielleicht fangen wir mit der Tasche an, weil die ist von Celine. Meine super alte, geliebte, verkratzte, aber immer noch mehr oder weniger intakte Celine-Tasche. Und dann haben wir, lots of new Zara Stuff, der sich so ein bisschen angesammelt hat über den Herbst. Ja, und Favorit davon ist dieses Halstuch, glaube ich, was so ein Star Print so ein bisschen hat. So einen abstrakten, und der ist so ähnlich wie von so einer Bluse, die ich schon ganz lange habe, die ich letztens auch öfter in meinen Vlogs anhatte. Und die Schuhe sind auf jeden Fall Favorit von mir. Die Overknees. Mag ich ziemlich gern. Sind irgendwie sehr bequem und sehr vorteilhaft und warm. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und ich muss sagen, kennt ihr das, wenn man ein bisschen zu viel zuckriges Zeug gegessen hat? So geht es mir oder uns gerade. Irgendwie war das ein bisschen viel Kuchen auf die Ratio normales Essen und süßes Essen heute. Sage ich selten, aber heute ist es definitiv der Fall. Deswegen haben wir gerade so einen leichten Zuckerschock. Naja, was heute noch so ansteht, auf jeden Fall kochen. Ich denke mal, wir werden nachher noch schauen, ob wir Lasagne machen oder eben das Curry. Da nehme ich euch auf jeden Fall ein bisschen mit. So, dann kriegt ihr noch ein wenig Essensinspiration, falls ihr auch noch für die kommende Woche so euren Mealplan machen müsst. Eingekauft haben wir auch noch für die Woche, das muss ich auch noch wegpacken. Und ansonsten, was mache ich noch? Ich wollte mich nochmal so um ein paar Sachen für die Arbeit kümmern, einfach damit ich dann nächste Woche so einen guten Headstart habe. Denn nächste Woche geht es für mich ab Mittwoch erstmal wieder weg und dann möchte ich auch ab Mittwoch eigentlich nicht mehr so viel arbeiten müssen. Ja. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen was wegarbeiten und dann möchte ich die Wohnung auf jeden Fall noch ein bisschen fertig machen, ein bisschen aufräumen. Also schon alles so ein bisschen, normales Sonntags-Tüdüdü. Und ja, dann gehen wir natürlich noch mit Jimmy raus. Der hat sich auch super gefreut, als wir gerade wiedergekommen sind. Und ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen Tee oder ein riesiges Glas Wasser mit so ein bisschen Zitrone oder so, um eben gegen dieses süße Zeug irgendwie ein bisschen anzukämpfen. Ich sag das echt selten, ich kann echt viel süß essen, aber das war irgendwie zu viel. Naja, dann mache ich das jetzt erstmal und dann besprechen wir gleich, was es zu essen gibt. Hauptsache immer schön übers Essen nachdenken. Ihr seht, wie immer, ich hangel mich von einer Essensgelegenheit zur nächsten, obwohl mir gerade ein bisschen schlecht ist. Das ist komisch, aber vielleicht brauche ich auch was Salziges. Sehen wir es mal so. Ich hoffe, ich werde die Entscheidung jetzt nicht bereuen, aber ich dachte, ich räume jetzt endlich mal meinen Kleiderschrank aus. Und zwar komplett. Sortiere dabei aus und packe das dann zusammen und werde das dann nächste Woche wegschicken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe jetzt gerade hier das Bett schon ein bisschen gemütlich hergerichtet, damit hier Platz ist. Und werde jetzt Philipp meinen Computer geben, damit er hier eben im Bett so ein bisschen was machen kann. Weil ich ein bisschen Unterstützung brauche und ihn dann zwischendurch immer schön fragen kann, ob ich Sachen behalten soll oder nicht. Ich weiß, einige machen sowas lieber alleine, aber ich habe ganz ehrlich lieber jemanden dabei, den ich fragen kann. Weil ich glaube, bei Sachen, die ich absolut nicht haben will, da lasse ich mich dann auch nicht überreden oder so. Und wenn ich dann denke, dass ich es nicht mehr brauche, dann gebe ich es eh weg, auch wenn die andere Person es eigentlich ganz gerne mag. Aber bei einigen Dingen ist es ganz gut, so eine zweite Meinung irgendwie zu haben. Ja, und danach sieht mein Schrank hoffentlich besser aus.
Das ist der momentane Status. Der Schrank ist leer, wie ihr sehen könnt. Sieht ganz ungewohnt aus. Und hier sind meine kleinen Häufchen auf dem Bett. Einmal ein Anprobieren und muss weg und ein riesiger Behaltighaufen. Jimmy und Philipp, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Du warst nicht so brutal, also wie ich mir das erhofft habe, ehrlich gesagt. Nicht so brutal? Ja, dass du zu so... Ich hatte eigentlich mir erhofft, dass du zu mehr Sachen ganz entschieden Nein sagst. Ja, mir gefallen deine Sachen eigentlich ganz gut. Ja, das habe ich gemerkt. Deswegen auch das hier. Allerdings habe ich ja draußen schon einen kompletten Umzugskarton voll mit Sachen. Ja, und jetzt habe ich hier gerade noch eine Schublade auch schon ausgeräumt und ausgesaugt und wieder eingeräumt. Und das steht mir jetzt hier mit dem Schrank auch bevor. Ich habe hier schon noch einen, das ist auch komplett aussortiert, aber das ist, was ich auf jeden Fall alles spenden werde. Und jetzt sind hier noch Schuhe und die räume ich jetzt noch kurz alle weg, damit ich da auch saugen und putzen kann. Und dann räume ich es, glaube ich, wieder ein. Tada! Das ist das vorläufige, fertige Ergebnis. Hier unten auch schön, so gut es ging, sauber gemacht. Irgendwann musste ich aufhören zu saugen, weil es dann zu spät war. Was ich auch immer gern habe, ist hier so ein Inspirationsoutfit. Quasi irgendwas, was ich schon so leicht zusammengestellt als Outfit hinhänge, ja, weil ich das einfach immer ganz schön finde. Und es macht dann einfach Lust, das irgendwann anzuziehen. Und das ist auch ein schönes Top. So aus Tüll in durchsichtig und die Kombination mit diesem Senfgelben finde ich einfach ganz toll. Das war jetzt auf jeden Fall sehr anstrengend. Was ich daraus auch jetzt gelernt habe, ist eine Sache. Und zwar sind mir sehr viele Sachen begegnet, die ich im Sommer, ich meine, wir hatten ja nur einen sehr kurzen Sommer, das heißt, so richtige Sommersachen hätte man ohnehin nur sehr begrenzt anziehen können. Aber viele der Sachen habe ich zu dem richtigen Zeitpunkt auch einfach nicht gefunden, weil ich sie so quasi nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das heißt, ich versuche auf jeden Fall meine Sachen immer nur, also eine Sache auf einen Hänger zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, einfach damit nicht irgendwas auf einem Hänger ist mit zwei Jacken drüber und ich dann vergesse, dass es existiert und dann ziehe ich es einfach nie an. Deswegen das ist ein Tipp. Auch wenn es natürlich manchmal Platz spart, aber oft, ja, so Stangen halten auch, das ist dann nicht so durch. Ich weiß noch, im Studium hatte ich auch immer so diese typischen IKEA-Kleiderstangen und mir sind die regelmäßig zusammengebrochen, weil ich irgendwie so viel draufgehängt habe, dass das irgendwann gar nicht mehr ging. Deswegen hängt immer nur eine Sache pro Hänger auf, damit ihr auf jeden Fall immer sehen könnt, was ihr habt. Das ist ganz wichtig. Und früher hatte ich hier unten noch so Kisten mit Hosen drin. Inzwischen habe ich so viel aussortiert. Das ist jetzt quasi wirklich alles eigentlich, was ich habe. Wir haben hier noch eine Kommode, wo noch Sachen drin sind. Da sind aber auch eigentlich 50% nur Unterwäsche und so. Und dann habe ich hier noch eine Schublade mit Sportsachen. Und da habe ich noch eine Schublade unterm Bett noch mit so ein paar anderen Sachen. Aber eigentlich ist das so mehr oder weniger alles, was ich habe. Minus Jacken. Ein paar Jacken hängen hier zwar, aber so die Jacken, die ich regelmäßig anziehe, hängen bei uns draußen an der Garderobe. Und ja, es ist natürlich nicht wenig, wie ihr seht, aber es ist jetzt, glaube ich, für einen Fashion-Blogger oder für einen Ex-Fashion-Blogger auch nicht super, super viel. Aber ja, also ich meine im Verhältnis natürlich, es ist auf jeden Fall immer noch viel. Achso ja, und ein Teil, aber nur sehr wenig, ist von Philipp. Also von der unteren Kleiderstange so ein Viertel sind Philipps Sachen auch noch, immerhin. Und ja, das war auf jeden Fall gut, dass ich es gemacht habe. Ich bin jetzt aber auch total K.O., ehrlich gesagt. Und habe mega Hunger. Philipp kocht gerade nebenbei. Und jetzt schaue ich noch schnell, was die Yogi-Tee-Weisheit des Tages ist. To be calm is the highest achievement of the self. Ja. Prost, ne? So, jetzt geht's ans Abschminken. Das erste, wie immer, mein Lieblingsstep. Dieses Haarband, das habe ich mal auf einem The Body Shop Event übrigens bekommen. Ich werde sehr, sehr oft danach gefragt. Und deswegen weiß ich leider nicht hundertprozentig, naja, wo ihr das bekommen könnt.
Dann wasche ich mir auf jeden Fall als erstes die Hände mit meinem absoluten Lieblings-Handseifen-Waschgel, wie auch immer, und zwar von Aesop, die Reverence Aromatic Hand Wash. Und zwar ist das die mit dem Peeling-Effekt. Ist auf jeden Fall gut, bevor man sich abschminkt und so weiter, sich die Hände zu waschen. Und dann nehme ich ein Wattepad und die Garnier 3-in-1, das Micellenwasser, und zwar das blaue. Und damit entferne ich mein Make-up. Und in der Regel kriege ich damit alles runter, außer ich trage irgendeine ganz, ganz krasse, wasserfeste Mascara. Und ehrlich gesagt ist ein Grund, warum ich dann teilweise bestimmte Mascaras nicht benutze, weil ich dann einfach zu faul bin, die irgendwie, ja, kompliziert abzuschminken. Und deswegen trage ich dann entweder lieber gar keine oder eben eine, die ich einfach runterkriege. So. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer neuen Mascara. Also wenn ihr mir da was empfehlen könnt, eigentlich egal, ob aus der Drogerie, also auch gerne aus der deutschen Drogerie, weil ich bin ja bald wieder in Deutschland, oder eben aus dem High-End-Bereich, fände ich beides interessant. Ich habe eigentlich gerade ziemlich gute Haut. Das Einzige, was mir hier gerade so ein bisschen Ausschlag gemacht hat, aber da weiß ich auch hundertprozentig, was es war. Und zwar habe ich so einen Nasenstrip ausprobiert. Und den habe ich nicht vertragen. Deswegen habe ich genau hier so kleine Pickelchen bekommen, was so ein bisschen ja, lustig aussieht. Aber naja. Und ich vermute aber, dass das vor allem wegen diesem Klebstoff war, der da drin war. Trotzdem natürlich ein bisschen blöd, weil ich dachte einfach, ich mache das mal, probiere das mal aus. Weil ich so ein bisschen verstopfte Poren in der Nase oder nicht in der Nase, auf der Nase hatte. Und das ist dann halt leider oft so. Dann habe ich es einfach ziemlich verschlimmbessert in dem Fall. Ich nehme jetzt noch ein zweites. Und in letzter Zeit habe ich danach dann oft einfach nur den Glove benutzt. Und weil ich auch wirklich sehr oft gar kein Make-up drauf habe, habe ich dann manchmal auch nur den Glove benutzt. Wobei doch eigentlich benutze ich fast immer das Micellenwasser vorher. Einfach weil es mir noch so ein bisschen ein größeres Sauberkeitsgefühl gibt. Und an Tagen, wo ich zumindest draußen war viel, also wenn ich jetzt nur im Homeoffice war, dann brauche ich es nicht unbedingt, aber wenn ich noch viel draußen war, dann merke ich auch, dass ich echt viel so Dreck, also aus der Luft tatsächlich, auf der Haut habe. Und dann brauche ich es eigentlich auch. Und wie gesagt, sonst nehme ich dann gerne entweder den Glove, aber der ist gerade in der Wäsche, leider. Und nicht jeden Tag, aber manchmal, je nachdem, nehme ich dann von Pixi noch das oder den Glow Matte Cleanser. Wie ihr seht, auch der ist schon wieder relativ leer. Aber ich habe da echt so ein bisschen zurückgeschraubt und nutze nicht mehr so viele Sachen durcheinander wie vor einer Weile noch. Und ja, das mache ich jetzt als nächstes. Das Gesicht ist jetzt ja schon leicht feucht. Das heißt, ich nehme so eine erbsengroße Menge. Und die verteile ich dann vor allem da, wo ich gerade irgendwelche Problemzonen habe. Und dann massiere ich das ein und dann wasche ich es ab. Und das war es dann eigentlich auch schon. Danach benutze ich nur noch ein letztes Produkt. Das zeige ich euch dann gleich noch. Ein bisschen schwierig zu sprechen, während man sich so auf der Nase rumschrubbt. Aber jetzt wasche ich das erstmal ab. Und das letzte Produkt ist noch das hier von Oliveda. Das ist das SOS Olive Leaf Skin Gel. Und das kennt ihr vielleicht aus meinem High-End Beauty Haul. Verlinke ich euch nochmal unten. Und seitdem benutze ich das wirklich jeden Tag. Und ich weiß nicht, man sieht nicht so genau, wie viel noch drin ist. Aber ein bisschen habe ich jetzt schon geschafft. Am Anfang habe ich das für den Körper benutzt. Aber inzwischen benutze ich das auch fürs Gesicht. Und ja, bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ich bin doch ein bisschen heiser, oh mein Gott. Ja, ich trinke jetzt erstmal lieber noch einen Tee und freue mich auf jeden Fall aufs Essen. Aber ich bin immer froh, wenn ich mich schon vorher abgeschminkt habe. So, ein sehr dunkles, unscharfes Bild von dieser... Na komm. Das muss ich doch jetzt noch scharf kriegen. So, Evola.
Diese dampfende, wundervolle Lasagne, Philipp, bringt dir ungefähr 100 Boyfriend Points. Mindestens. Ich habe sie zwar noch nicht probiert, aber ich behaupte es einfach mal, die sieht so gut aus. Und wir gucken jetzt noch was und dann gehen wir ins Bett. Und das war's dann auch jetzt für heute. Wir gucken uns dann noch eine neue Serie an. Jimmy ist ultra neidisch. Tja, Buddy, Pech gehabt. Du kriegst leider nichts mehr. Du hast schon gegessen. Und dann sehen wir uns sehr bald in einem neuen Weekly Vlog wieder. Und dann gibt's auch die Review zur Lasagne. Das ist jetzt der Cliffhanger bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.